Schief, krumm, deformiert. So kommt Gemüse hier nicht in den Supermarkt. Gleiche Qualität, anderes Aussehen. Solches Gemüse wird knallhart aussortiert. Die krummen Sonderlinge im Internet verkaufen, das ist die Idee von Georg Lindemeyer und Carsten Wille aus München. Ete Petete heißt ihr Projekt. Wir holen jetzt gerade Kartoffeln ab. Der Hatzlof ist ein Partnerbetrieb von uns, von dem wir eben die Kartoffeln bekommen. Die sind jetzt hier schon schön vorsortiert und wir brauchen sie nur noch einzuräumen. Sortiert wird hier. Grüne, verformte oder Knollen mit Druckstellen müssen raus. Für Landwirt Andreas Hatzel keine schöne Aufgabe. Wir haben immer das Problem, wir schmeißen viele Kartoffeln weg. Wir produzieren die Kartoffeln, freuen uns, dass was wächst. Und zum Schluss müssen wir wirklich einfach auch sehen, dass ein gewisser Teil der Ernte unter den momentanen Bedingungen einfach so nicht vermarktbar ist. Etwa ein Viertel seiner gesamten Ernte schafft es nicht in den Handel. Bei Ete Petete bekommen die fehlerhaften Knollen eine zweite Chance. Zu Recht, findet Landwirt Hatzel. Da haben wir jetzt zum Beispiel Druckstellen um diese Zeit. Aber die Kartoffelqualität ist absolut die gleiche, wenn man die schält. Man kann einfach da hier mal Kleinigkeiten wegschneiden. Wegschneiden statt wegwerfen, damit in Deutschland weniger Essen in der Biotonne endet. Pro Jahr wirft jeder Deutsche rund 82 Kilo Lebensmittel weg. Mit den Abfällen aus Industrie und Handel kommen so 11 Millionen Tonnen zusammen. Ein großer Teil davon Obst und Gemüse. Im Lager von Ete Petete wird die Ware verpackt und per Post an Gemüseretter aus ganz Deutschland verschickt. Vor etwa einem Jahr entstand die Idee. Irgendwann haben wir gesagt, wir fahren einfach mal zu so einem Biohof raus, schauen uns das an und sind dann in die Nähe von Dachau zum Hof und haben uns die Mengen angeschaut, die dann da wirklich weggeschmissen werden. Und dann haben wir gesagt, da machen wir was dagegen. Ja. Dadurch wollen wir einfach die Alternative schaffen, dass eben die Bauern nicht mehr sagen, gut, das, jetzt muss ich wieder in die Biogasanlage fahren, sondern dass es sich für die Erzeuger auch wirtschaftlich lohnt, das Gemüse eher Ete Petete zu verkaufen. Sie verkaufen es dann online weiter. Versand und Logistik sind aufwendig. Günstiger als im Biomarkt ist es deshalb nicht. Und die Frische? Wir haben einen Lieferweg von einem Tag. Und es kommt bei uns so frisch, eigentlich frischer als es im Supermarkt ist, weil wir es direkt von den Bauern vom Feld in die Box zu den Kunden nach Hause bringen. Heute liefert Georg Lindemeyer das Paket noch persönlich an eine Testkundin. Ab dem offiziellen Start am 1. Juni macht das der Postbote. Dann kann überall mit krummem Gemüse gekocht werden.